Du und Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Geheimnisse von Schloss Hyrule erkunden, ja? Und im Untergrund seid ihr auf eine Mumie gestoßen, welche vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. Du bist auf einer Insel im Himmel erwacht. Der Arm, der die Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben. Und dann hat dir ein fremdes Wesen das Pura-Pad überreicht. Auch soll der rechte Arm vorher jemandem namens Rauru gehört haben? Aber das Master-Schwert ist weg. Da kann man vom Glück reden, dass dich Prinzessin Zeldas Stimme schließlich zu uns geführt hat. Es ist unglaublich. Was? Wie um alles in der Welt hast du den Sturz von dort oben heil überstanden? Unter mir war Wasser. Aber auch aus so einer Höhe, schon fast auf 3 Meter Höhe, wenn du richtig aufkommst oder falsch aufkommst, ist Wasser wie Beton. Rauru, soweit ich weiß, hieß doch der erste König Hyrules, von dem die Legenden berichten, so, nicht wahr? Das gibt alles überhaupt keinen Sinn. Nur eines kann ich mit Sicherheit sagen. Die Mumie, die du im Untergrund gesehen hast, steht gewiss mit dem Kataklysmus in Verbindung. Und was den Zustand des Schlosses und die vom Himmel herabregnenden Ruinen betrifft, es würde mich doch sehr wundern, wenn hierfür nicht auch der Kataklysmus verantwortlich wäre. Was für ein Wort. Was ist Kataklysmus? Aha. Was mich jedoch am meisten fasziniert, ist die Tatsache, dass du die Stimme der Prinzessin gehört haben willst. Bitte finde mich. Das waren doch ihre Worte, richtig? Wenn das stimmt, dann ist die Prinzessin also noch im Leben. Vielleicht konnte sie unter Schloss Hyrule Schutz finden und ruft dich nun von dort aus zur Hilfe. Mhm. Es ist mir etwas unangenehm, dich direkt nach deiner Rückkehr um einen Gefallen zu bitten, Link. Aber meldest du dich bitte beim Suchttrupp, der unter dem schwebenden Schloss Hyrule Ausschau nach euch beiden hält? Der Name des Truppführers lautet Holm. Ach. Herr Holm. Holm. Holmer Name. Herr Holm für Sie natürlich. Ist das dieser Kabarettist? Der Polizist? bitte hilf ihm dabei, die Prinzessin so schnell wie möglich zu finden. Ja. Die Mumie, die da so übel mitgespielt hat, befindet sich vielleicht noch immer in der Nähe. Aber die Zeit drängt und uns bleibt keine andere Wahl. Ich zähle auf dich, Link. Pura, Direktorin des Spähpostens. Wunderbar. Ihr zartes Alter von mehr als 100 Jahren sieht man ihr nicht an. Hat sich echt gut gehalten. Auf nach Hyrule. Geschafft. Das schwebende Schloss. Da müssen wir hin als nächstes. Das wäre natürlich cool, wenn wir so langsam mal die Karte aufdecken würden. Aber vielleicht kommen wir dann auch hin, wenn wir eines der Türme erklimmen. Ich glaube, der ist das tatsächlich nicht, oder? Damals standen diese Türme ja überall in der Gegend herum, aber jetzt sind hier Wachposten. Ach so. Okay, das möchte ich jetzt ausprobieren. Aber so wie es aussieht, kann ich auch nirgends vorauf, ne? Ich lade mich hier nicht auf.
Oh, oh. 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 Okay. Na, lad mich mal ganz auf. Das möchte ich jetzt gerne wissen, ob ich da irgendwie hochkomme. Ob das zu schräg ist? Nee, geht klar. Oh, krass, okay. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh, shit. Das war gar nicht mal so gut, glaube ich. Trick. Ja, gut, jetzt schaffen wir das auch nach oben. Also, wir werden nicht belohnt, so wie das aussieht. Schade eigentlich. Tolle Wurst. Oh. Lass uns zur Wache gehen. Nee, essen kann ich es nicht. Ich muss tatsächlich dann im Inventar gucken. So ein Shortcut fürs Essen. Das wäre doch nicht schlecht. Ich sehe gerade bei der Karte, dass es sogar hier Y- und X-Achse gibt und sowas alles. Krass. Nee, also tatsächlich weit und breit keine Wächter. Vielleicht ist das aber auch ein bisschen her. Und die gibt es gar nicht mehr. Ich meine, klar, die haben wir bei Breath of the Wild, haben wir ja alles besiegt und so, ne? Oh no. Prinzessinnen-Enzian. Entdenk mal jenen Seelen, die die Verheerung von uns riss. Verheerung, ja. Zentralplatz. Reise Zweihänder. Dionysio-Schrein. Oh. Mille! Du hast mich überrascht. Was führt dich denn um diese Uhrzeit in... was? Der Abgrund von Schloss Hyrule ist hier ganz in der Nähe und ganz gewiss nicht ungefährlich, weißt du?
Auch dieser Schrein könnte möglicherweise gefährlich sein. Jedenfalls laut momentan wegen des Kataklysmus hinter fast jeder Ecke Gefahr. Seid auf der Hut. Ja. Suchtrupp. Hm, ist klar. Ich muss ja erstmal. Achso, warte mal. Ich komme gar nicht rein, oder? Oh doch, da kann. Ich könnte rein. So wie es aussieht. Lass doch mal gucken. Kampftechniken. Hier lerne ich anscheinend einige Kampftechniken. Dieser Schrein läutet ein Übel aus vergessenen Tagen. Du, der du ihn besuchst. Was? Hm, okay. Na komm schon. Okay, jetzt parieren. Okay, das war so eine Probe. Dankeschön. Oh, da können wir aber bestimmt was da lassen. Das zum Beispiel. Thank you.
Siehst du. Da haben wir ein weiteres Segenslicht. Noch drei weitere und wir bekommen wieder ein weiteres Herzchen dazu. Guck mal. Das war doch wunderschön. So, auf zum Hauptmann. Wer ist er denn? Link, wann bist du denn vom Schloss zurückgekommen? Da stehe ich die ganze Zeit hier im Wache und kriege trotzdem nichts mit. Nicht mit, wie du hier hereinmarschierst. Ja, du hast auf jeden Fall noch ein bisschen Training vor dir. Lass mich in Ruhe jetzt. Oh, warte mal, wir gehen gerade oben rum, ne? Das finde ich unten rum. Oh. Wahrscheinlich müssen wir so ein bisschen außen rum hier, oder? Das kann ich mir gut vorstellen, weil hier kommen wir nicht rein. Mal kurz die Karte aufmachen. Das ist... Was ist mittendrin? Gewölbe unterhalb des Schlosses. Also muss es hier irgendwo so einen netten Eingang geben. Nehme ich einfach mal an. Der mich unter das Schloss führt, richtig? Das habe ich gesehen. Tschüss. Vielleicht geht's hier aber irgendwo noch rein. Oh, warte mal, wenn wir... Das ist zu weit, ne? Oder es funktioniert halt auch gar nicht. Das kann natürlich auch sein. Habe ich da nicht eine kleine Einbuchtung gesehen? Ah, gut, okay. Schade. Ja, okay, Regen.
Oh shit. Oh scheiße. Wir werden sterben. Lass mal ein bisschen treiben. Wo geht's hin? Shit. Schauen wir das denn hin? Das sollten wir eigentlich, ne? Das Wasser treibt uns ja da hinten hin. Aber das finde ich gut, dass keine Energie mehr flöten geht. War das bei Breath of the Wild genauso? Dass wir einfach nur, wenn wir still im Wasser sind, keine Energie vergeuden? Bin mir da gar nicht so sicher. Ah, wir sollten nach hinkommen. Okay. Okay, das ist so weit. Oh, da gibt es eine Möglichkeit hinzukommen. Oder auf die Burg, in die Burg zu gehen. Oder auch nicht. Nee, anscheinend noch nicht. Da können wir was bauen, das uns halt darüber hilft. Nee. Schade. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, wenn wir da hochklettern. Ich glaube, das ist auch nicht gemacht dafür. Also. Na, guck mal, wir verlieren so schon Energie. Und dann auch den ganzen Fels hier hoch. Ich glaube. Ah, na gut, okay. Vielleicht doch. Anscheinend. Shit. Natürlich. Achso, hier kommen wir auch so rüber. Okay. Das hätte ich mir vielleicht mal eher angucken sollen hier. Zumindest sind wir jetzt schon mal ein bisschen näher wieder am Soldatentrupp, würde ich sagen. Aber was heißt näher? Wir sind halt schon mal auf der Seite. Gleich zu Anfang Ganondorf schon so nah irgendwie. Immer gefährlich.
Ist er das? Link, der große Ritter? Nein, das ist ja unmöglich. Hier ist Unbefugten der Zutritt verboten. Wer nicht Teil des Zelda-Suchtrupps ist, hat hier nichts zu suchen. Befehl von Truppführer Holm. Du kannst natürlich versuchen, dir vom Truppführer eine Ausnahmegenehmigung zu holen. Er müsste sich beim Tor des dritten Walds oberhalb des Wegs aufhalten. Husch, husch. Schön weitergehen. Okay, dann. Dann ist das da oben. Schade, Tor kann ich damit nicht hochmachen. Hätte er sein können. Hallo. Immer die bessere Ausrüstung nehmen. Ah, könnte doch hier oben sein. Er ist wohl beschäftigt? Was, wie, wer? Oh. Er ist wohl beschädigt, wollte ich gerade lesen. Dritter Wahl. Die Waffen, die man hier findet, sind auch alle zerfressen worden. Es gibt wohl auf der ganzen Welt keine Waffe mehr, deren Klinge nicht schartig ist. Ja, ich verstehe das. Kelle. Zumindest haben wir das entdeckt. Und alle Klingen der Katalyst. Okay. Die haben alle Klingen zerfressen. Aber kann man wieder reparieren? Nee, reparieren kann man auch schlecht. Ja, okay. Soldatenlanze. Kann ich denn da auch? Wow, echt jetzt? Wow, alles klar.
Ach so, da würde es durchgehen und dann... Ja, 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 okay. Aber... Ich muss ja anscheinend... hier irgendwas machen. Jetzt warten wir hier einfach. Bis morgens vielleicht? Naja, vielleicht auch nicht. Dritter Wall. Oh, warte mal, vielleicht können wir... Nee, das sieht nicht so aus. Okay, probieren wir das einfach. Oh. Wer bist du denn? Sotis. Okay. Ach, hier oben ist wahrscheinlich der Holm, ne? Das muss ja einer von den beiden sein hier. Ah. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Ne? Ich werd nicht mehr. Werter Link, ihr seid es tatsächlich. Ich bin so froh, dass es euch gut geht. Dann ist Prinzessin Zelda bestimmt auch in Sicherheit, oder? Puh, bin ich erleichtert. Nee, Zelda geht's nicht gut. Wie bitte? Prinzessin Zelda ist nicht mit euch zurückgekehrt? Aber ihr habt ihre Stimme gehört? Und nun wollt ihr euch der Suche nach ihr anschließen? Okay, verstehe. Beziehungsweise, ich verstehe gar nichts mehr. Wir sollten auf jeden Fall die Suche nach Prinzessin, nach der Prinzessin fortsetzen, ja? Wir wären natürlich sehr dankbar, wenn ein Held wie... ihr euch uns anschließt. Ehrlich gesagt halten unsere Erfolge sich bisher stark in Grenzen. Hier ist uns überall das Miasma im Weg. Truppführer. Hm? Prinzessin, ihr seid wohl auf. Ist nur ein Trugbild, oder? Ihr habt sie doch auch gesehen, oder? Prinzessin Zelda hat sich in Licht aufgelöst und ist verschwunden. Was geht denn nur vor sich? Schnell, wir müssen handeln. Warum hat Prinzessin Zelda nicht auf meinen Ruf reagiert und ist einfach verschwunden? Dieser Vorfall muss unverzüglich Direktorin Pura gemeldet werden. Angesichts der Situation ziehen wir uns hier ebenfalls zurück. Ja, dann, sollen wir mal der Pura berichtigen, wa? Können wir denn von hier aus... Also ich meine ja nur, können wir uns porten? Ne, können wir gar nicht, ne? Oh, doch. Ne, das ist der Schrein. Schwebendes Schloss. Spielposten. Wir können uns hier hin portieren. Das ist für die normal. Darauf reagieren die Soldaten natürlich überhaupt nicht. Okay. Auf, zurück zu der Ollen Pura.
können wir auch wieder was basteln. Ja, also das gefällt mir. Hier können wir Häuser bauen. Ein Wäschmob. So klettern, wenn auch sowas funktioniert. Das ist eine Batteriemaschine. Ah, okay, verstehe. Brauche ich nicht. Zumindest aktuell nicht. Irrlichter. Aha. Habe ich das nicht? Irrlichter. Also, habe ich das im Trailer doch richtig gesehen, dass das Irrlichter waren, die dann da gezeigt wurden, ganz kurz? Wenn dem so wäre, dann ist also ist nur eine Theorie, denn ist Midna auch gar nicht so weit. Es wäre krass, wenn Midna hier auftauchen würde. Holy shit. Ah, das glaube ich nicht. Willkommen zurück, Link. Und was hast du rausgefunden? Was? Du hast Prinzessin Zelda gesehen? Von Schloss Hyrule aus? Sie ist zu einem Licht geworden und weggeflogen? Dass sie immer das wiederholen muss, oder? Ich finde es ein bisschen schade, dass Link keine eigene Stimme hat. Wenn wir davon ausgehen, dass die Prinzessin zu einem anderen Ort geflogen ist, dann sollten wir wohl den Kataklysmus erforschen, dessen Folgen überall zu beobachten sind. Klingt logisch, oder? Es gibt da ohnehin ein paar Orte, die, über die ich mir schon Gedanken gemacht hatte. Und ich bin mir sicher, dass uns deren Erforschung auch auf die Spur der Prinzessin bringen wird. Mhm. Du hast das Purapad bei dir, oder? Dann kann ich mal haben, bitte? Das sieht mitgenommen aus. Was hast du damit angestellt? Hä? Hallo? Ach, tut mir leid. Jetzt wollte ich auf dem Purapad die Karte von Hyrule aufrufen. Aber der Kartografieturm, mit dessen Hilfe sie erstellt wird, ist noch gar nicht bereit. Also, der Kartografieturm. Das ist, ach, siehst du, der ist das doch. Hatte doch den richtigen Riecher. Grundsätzlich ist er fertig. Aber da unten muss was hin. Um ihn zu aktivieren wahrscheinlich. Der Teleporter müsste noch abgestimmt werden. Da gibt es ja bestimmt irgendwie noch einen Schrein, der dann dazu passt und so. Ja. Macht eine kleine Pause. Dieser Posten stellt auch Wohnquartiere zur Verfügung im sogenannten Schutzraum. Dort findest du kostenlose Betten, eine Küche und so weiter. Der ideale Ort, um mal Pause zu machen. Hast du noch Fragen? Nein. Dann wende dich doch an den Wächter des Schutzraumes dort. Oder möchtest du Kleidung kaufen? Dann solltest du dich mal in Mups Laden umsehen.
Ich bin dann mal beim Kartografieturm. Wenn du zum Aufbruch bereit bist, sag mir Bescheid. Ja. Komm, Joshua, es ist Zeit, den Kartografieturm endlich in Betrieb zu nehmen. Das mit dem Teleport erledige ich schon. Kachika! Hast du Schalterdienst, Joshua? Kachika! So, dann lass doch mal gucken. Turm am Spielposten. Link! Oh. Gut, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Scorpus. Und mir wurde die Verwaltung des Spielpostens übertragen. Wenn es irgendetwas gibt, das ihr über diesen Posten erfahren möchtet, fragt mich gern jederzeit. Zuerst einmal werde ich den Schutzraum für euch öffnen. Hier entlang, bitte. Jo! Alles klar, Wohnquartier, bei der Verfügung. Dankeschön. Cool. Das ist Annelies Zeitung. Okay, nice. Dann machen wir tatsächlich auch ein bisschen Pause. Ne? Und legen uns gleich mal hier in so ein fertiges Bett. Schlafen. Bis morgens. Gute Nacht, John Boy. So. Frisch aufgewacht. Geht's wieder ans Werk. Allerdings das erst in der nächsten Folge. Ich danke sehr euch fürs Zusehen. Ich danke sehr euch fürs Zusehen. Was für eine Wort. Ne? Beten. Ah, hier kann ich sogar mal eine Sache einlösen, wenn wir 4 von diesen Dingern haben. Seelen. Wie heißt die noch? Seelenlichter? Okay, das könnte man auch noch mitnehmen. Hätte man wieder ein bisschen was. Hier eine Quest. Hab ich gerade gesehen, da war ein Ausrufezeichen. Gucken wir uns gleich an. Macht's gut, bis dann.